Hast du eine Idee, wie wir Donna einfangen können? Mein Vorschlag wäre, wir fahren zur Isla Obacht. Dort gibt es einen alten Funkmast. Wenn wir den Sender ein wenig modifizieren, könnten wir das Tauchboot orten. Isla Obacht. Klingt einladend. Ich hoffe, du trägst warme Unterwäsche. Die Insel liegt im Zentrum einer permanenten Schlechtwetterfront. Ach, so ein bisschen Wetter kann mich nicht schrecken. Sollte es aber. Immerhin wirst du inmitten eines Gewitters elektrotechnische Montagen an der Spitze eines Funkturms vornehmen müssen. Und wenn schon? Ich habe schon ganz andere Gefahrenhinweise ignoriert. Ich mach dann mal weiter. Halte mich auf dem Laufenden. Oh, Rufus. Alles klar, Schiffssteuermann? Eigentlich ist Captain die korrekte Bezeichnung. Über deine Beförderung können wir später reden. Erstmal habe ich ein paar Fragen. Kann die Kiste nicht schneller fahren? So holen wir Donna Goal nie ein. Red nicht so über meinen Kutter. Er ist eines der zuverlässigsten Frachtschiffe auf dem rostroten Meer. Er macht von außen zwar nicht viel her, aber... Aber ach, seine inneren Werte. Sorry, Bozo. Aber ich war oft genug dabei, wenn Toni versucht hat, ihre Cousinen an den Mann zu bringen. Ich höre sofort raus, wenn die Rede von einer lahmen Krücke ist. Sie ist aber keine lahme Krücke. Sie hat nur schwere Knochen. Was bringt das schnellste Schiff, wenn wir gar nicht wissen, wo sich das Ziel befindet? Lenkt nicht ab. Mit demselben Spruch haben wir Dörte Marie und Besenstiel Budwin verkuppelt. Es dauerte keinen Monat und wir nannten ihn nur noch Staubsaugerrohr Budwin. Wie geht es jetzt weiter? Ich denke, Goal hat recht. Wir sollten erst einmal in Porta Fisco vorbeischauen. Ich weiß nicht. Dieser Janosch wollte auch dorthin. Ist doch gut. Vielleicht kann er uns helfen. Wobei das denn? Ist die Sitzmulde in deinem Stuhl nicht breit genug? Oder brauchst du jemanden, der dir Chipskrümel nach Geschmacksrichtungen sortiert? Unterschätze ihn nicht. In Zeiten wie diesen wachsen Menschen über sich hinaus. Und er hat offenbar bei der Hose angefangen. Wie geht es jetzt weiter? Ich denke, Goal hat recht. Wir sollten... Ich weiß. Ist doch viel. Wobei, das die... Oder braucht... Ich das mal fahren kann. Wow. Darf ich mal fahren? Weiß nicht. Darf ich dann wie ein Verrückter herumlaufen und uns in Katastrophen verwickeln? War das ein Ja? Das war ein Verzieh dich. Zurück an die Arbeit, Matrose. Hey, noch bin ich hier der Kapitän. Bitte was? Das grenzt ja an Molkerei. Euter. Es heißt Meuterei. Konzentrier dich, Matrose. Wir dürfen nicht zulassen, dass eine Frau an Bord unseren Verstand vernippelt. Wir reden auch noch mit Goal. Hey, dann fahren wir Goal. Alles gut bei dir? Bis auf die Tatsache, dass du uns ins ewige Eis verfrachtet hast? Immerhin habe ich uns nicht auf einen Eisberg manövriert. Hast du wohl! Und warum kann ich mich daran nicht erinnern? Wahrscheinlich, weil du von einem Kühlschrank am Kopf getroffen wurdest, als uns die Eisbären angegriffen haben? Ich scheine einiges verpasst zu haben. Das hast du wohl. Und es war ziemlich cool. Es ist tatsächlich ganz schön kalt hier. Du Schwächling, kannst du nicht mal ein bisschen Kälte vertragen? Mehr als du. Ach ja? Oh ja. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Eisschwimmen! Eisschwimmen? Wartet mal, sowas ist gefährlich. Hey! Ach, wozu rege ich mich auf? Ich kann mich ja immer noch an meinen Happy Place träumen. Happy, 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 happy. Ich habe gesagt, keine Eisschollen unter der Gürtellinie. Du nuschelst aber auch gewaltig. Hey, Bozo, du solltest mal deine Schiffsschraube überprüfen. Irgendein Verrückter hat einen Pinguin daran festgebunden. Kein Problem. Ich kümmere mich später darum. Aber sei vorsichtig, du könntest unsere Rutschbahn kaputt machen. Oh je. Hast du die Sterne gesehen? Konzentrier dich lieber auf unsere Aufgabe, Hans, guck in die Luft. Ich muss Rufus in Schutz nehmen. Früher einmal haben sich die Seeleute auch anhand der Sterne orientiert. Genau. Ich wollte mich anhand der Sterne orientieren und mich nicht von ihrem Funkelzauber betören lassen. Weiter geht's. Okay. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ja, der arme Pinguin, das denke ich mir auch schon die ganze Zeit.
So, Nordpol, schwimmender Schwarzmarkt, Porta Fisco, aber wir wollen ja noch nicht in Porta Fisco, oder? So ein Mistwetter. Wir sollten zusehen, dass wir hier so schnell wie möglich fertig werden. Die Kruste auf meinem Mantel beginnt sich schon aufzulösen. Jo. Hier gibt's einen Tank für Dieselöl. Autsch! Solange der Generator läuft, ist er zu heiß, um daran rumzubasteln. Ich muss ihn irgendwie außer Gefecht setzen. So kann man nicht mehr, ne? Nö. Okay. So, wird das Sender. Funkmast, Stol, Pumpe. Aus dem Hahn kommt nur öliges Wasser. Na super. Was sagt man dazu? Jetzt kann ich endlich meine Füße waschen oder meine Zähne putzen oder die Blumen gießen, die ich dem Waisenhaus spenden wollte. Als ob. Okay. Das ist der perfekte Platz, um Behältnisse mit Wasser zu befüllen oder vom Blitz getroffen zu werden. Dann wollen wir mal. Au. Aua. Das ist der perfekte Platz, um Behältnisse mit Wasser zu befüllen oder vom Blitz getroffen zu werden. Aber es ist ein denkbar dämlicher Platz, um meinen Kram abzustellen. Okay. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben da nicht alles, um das erledigen zu können. Ich glaube, wir fahren doch nach Porta Fisco oder hier, ne? Schauen wir mal. Ich will doch garantiert alles wieder zusammen. Das ist also Porta Fisco. Die einstige Metropole am Rostroten Meer. Ein ganz schöner Drecksladen. Selbst für Deponia-Maßstäbe. Und was stinkt hier nur so furchtbar? Der Kerl da unten? Anscheinend. Da könnten wir ein Feuer anmachen. Rufus haben Feuer! Hey, da! Sozial benachteiligter Zeitgenosse. Muss das sein? Wieso? Ist das nicht der politisch korrekte Terminus? Ich habe extra nicht ranziger Penner gesagt, obwohl sich das ziemlich aufgedrängt hat. Mein Name ist Goon. Und wenn du dich über Obdachlose lustig machen willst, dann bist du ja einer falschen Adresse. Keine Sorge, ich bin ein Freund des kleinen Mannes. Des kleinen Mannes? Ja, sein Name ist Wenzel. Ich habe keine Ahnung, wovon du da redest. Ach, das hätte ich ja fast vergessen. Das niedere Volk versteht ja die Sprache der Bildungselite nicht. Zum Glück bin ich geübt im Ghetto-Slang. Och nee, och bitte mach das nicht. Hey ho, Digger, was geht ab in der Hood? Och, lass das bitte, ja? Ich hab nicht immer auf der Straße gelebt. Ich bin Akademiker. Ah, jetzt verstehe ich. Das hier ist so eine Art soziales Experiment, richtig? Du tarnst dich als Tippelbruder, um die Gebräuche der Trams zu studieren. Genau. Sehr clever. Fast wäre ich drauf reingefallen. Aber nur fast. Zugegeben. Dein Gestank ist authentisch. Aber was dein Benehmen betrifft, da gibt's noch viel nachzubessern. Ich kenne mich gut aus mit den Gepflogenheiten des gemeinen Kloschars. Ich kann dir einiges beibringen, wenn du mir im Gegenzug ein paar Fragen beantwortest.
Aber. Keine Widerworte. Ich bestehe darauf. Okay. Ganz ehrlich? Es ist Kronk. Erik Range Kronk. Kann mir jeder erzählen, was er will, aber es ist Kronk. Du siehst hungrig aus. Ah, bin ich auch. Ich ernähre mich seit Monaten von Algen, die an der Kaimauer wachsen. Davon blutet zwar mein Zahnfleisch, aber was soll ich denn machen? Ja. Ich sehe, du bemühst dich. Aber nur weil es erbärmlich ist, ist es nicht gleich Penner-Style. Also, was essen Penner? Was auch immer sie finden, wie ich fürchte. Falsch. Ich habe letzte Woche sogar den Wundschor von einem weggeworfenen Pflaster abgeknabbert. Ich sagte falsch. Penner essen Schuhe. Was? Na Schuhe, das weiß doch jeder. Anfänger. Was stinkt denn hier so? Wie unsensibel von mir. Das bist ja du. Findest du nicht, dass du ein wenig übertreibst? Sehr witzig. Du durftest auch nicht gerade nach Orchideen. Hey, schön in der Rolle bleiben, ja? Ein Penner wie du weiß doch gar nicht, was Orchidaleen sind. Also, halt den Ball flach, okay? Oh, mag ich schon, ne? Ne? Oh. Ist das da dein Schirm? Hey, Finger weg. Er ist das Einzige, was ich noch habe. Das Wetter hier am Kai kann manchmal ganz schön unbarmherzig sein. Keine Bange, ich nehme ihn dir schon nicht weg. Ich nehme nur ein paar Modifikationen vor. Er sieht einfach noch zu neu aus. Findest du? Dabei ist bei dem Gewitter neulich der Blitz eingeschlagen. So. Das sollte reichen. Aber so schützt er mich doch gar nicht mehr vor dem Regen. Jetzt sei mal nicht so undankbar. Ich helfe dir nur, in deiner Rolle zu bleiben. Wir könnten ein bisschen Freestylen üben. Als Bewohner des Ghettos musst du nur ein Instrument beherrschen. Die Beatbox. Beatbox? Es ist ganz einfach. So. Und jetzt du. Rufus hat den Groove. Rufus hat den Groove, yeah. Er ist cool, beliebt und lässig, wer kickt ass erfahrungsmäßig. Seine Pläne immer episch, nicht kopierbar, weil genetisch. Er ist Rufus. Yeah, Rufus. Wer ist geiler, weil er steiler geht und Salz bringt wie ein Alpaké? Wer kommt krass und ganz weit rum? Wer ist bald auf Elysium? Rufus. Yeah. Rufus. Hey. Was, wie? Was soll das denn werden? Ja, ich dachte, ich baue mal einen Break ein. Das ist nicht denken, das ist sich in den Vordergrund spielen. Ach, scheinbar hat es überhaupt keinen Sinn, dir Freestylen beibringen zu wollen. Dabei war der Song so gut. Penner. Oha. Hast du zufällig ein Tauchboot hier vorbeikommen sehen? Nein. Tut mir leid. Ich habe die Schnorchelausrüstung wohl in meiner Winterresidenz gelassen. Zu schade. Du hast gar keine Winterresidenz. Das war Sarkasmus. Du bist wohl ein Blitzmerker. Okay, nie wieder Sarkasmus. Penner benutzen nämlich keinen Sarkasmus. Kannst du mir etwas über Porta Fisco erzählen? Klar, was möchtest du wissen? Wer wohnt in dem Zelt? Oh, das ist das Zelt des Seers. Ein erstaunlicher Kerl. Man sagt, er kann die Zukunft voraussagen. Die Kurse von Grundstückswerten am Immobilienmarkt kennt er schon mal nicht. Früher einmal war er ein reicher Mann. Es hieß, er könne sogar Lottozahlen voraussagen. Aber sein Geschäft läuft wohl nicht mehr so gut. Darum hat er auf Partnerberatung umgesattelt. Er gibt Beziehungstipps? Ja, warum nicht? Er hat die idealen Voraussetzungen dafür. Ein abgeschlossenes Psychologiestudium. Eine Glaskugel. Was? Okay. Wie komme ich zur oberen Aufstiegsstation? Gar nicht. Der Organon hat alle Wege zum Aufstiegszoll abgeriegelt. Weißt du, wo ich den geheimen Unterschlupf der Rebellen finde? Na klar, der Eingang ist direkt hier in der Kanalisation. Ich meinte den geheimen Unterschlupf. Ich kenne nur den hier.
Ist Porta Fisco nicht auch eine Niederlassung des Organon? Es ist sogar die zentrale Hauptverwaltung. Ulysses hat sein Büro direkt am Aufstiegszoll der oberen Aufstiegsstation. Seit jeher gehört es zu den Aufgaben des Organon, die Pomianern von den Hochbooten fernzuhalten. Nun ist nur noch eines übrig. Und man munkelt, es würde den Planeten schon sehr bald verlassen. Wer weiß. Vielleicht verschwindet dann auch endlich der Organon aus Porta Fisco. Dann würde ganz Porta Fisco einen Luftsprung machen. Ja. Mhm. Mehr als du denkst. Bitte was? Beim Gähnen verrenkt. So langweilig fand ich die Geschichte jetzt gar nicht. Oh, herrje. Ja. Lass uns das Thema wechseln. Dieser Ort deprimiert mich irgendwie. Ja, das kann ich gut verstehen. Mich deprimiert Porta Fisco schon mein ganzes Leben lang. Ja, aber du bist nicht so wichtig. Warum ist es bei dir weniger schlimm? Alter. Könnte ich mir den Schirm mal ausleihen? Spinnst du? Also erst machst du ihn kaputt und jetzt willst du ihn mir ganz wegnehmen. Wenn er kaputt ist, wozu brauchst du ihn dann noch? Als Requisit für meine Rolle. Okay. Wie wäre es mit einem Deal? Ich besorge dir etwas zu essen und du gibst mir den Schirm. Einverstanden? Das würdest du wirklich tun? Na klar. Ich hab dir doch gesagt, dass ich ein Menschenfreund bin. Ich riech dich später. Denk dran, was ich dir beigebracht habe. Logen, Digger. Okay. Noch ein Tipp. Niemand mag Klugscheißer. Man riecht sich noch. Oh, krasser Scheiß, hey. Hey. Das ist einer dieser praktischen Steckplätze, in die man Stromumkehrer einbauen kann. Ah. Was für eine Verschwendung. Daraus hätte man einen grandiosen Fluchtapparat bauen können. Oder eine Hochgeschwindigkeitskäsereibe. Aha. Wir gucken uns aber noch ein bisschen um, bevor wir da reingehen. Boom. Liegt halt einfach schon Stromumkehrer. Okay. Diese Reifen sind kaputt und langweilig. Wenn sie wenigstens brennen würden. Es lässt sich einrichten. Was ist besser als ein Berg aus Reifen? Richtig, ein Berg aus brennenden Reifen. Wow. Alter, toll. Irgendwo da hinten liegt das letzte Hochboot nach Elysium vor Anker. Der Organon hat offenbar die ganze Stadt abgeriegelt. Ich würde das ja als Herausforderung werten. Leider habe ich im Moment andere Sorgen. Glück gehabt, Organon. So. Ja, wir gehen nochmal hier rein, dann nehmen wir den Stromumkehrer. Passt! Da haben wir ja den Salat. Der Tank ist leer. Wie kann ich den Tank auffüllen? Wo bekomme ich denn jetzt Dieselöl her? Weiß wo. Ich weiß nur noch nicht wie. Komm rein, Rufus. Ich habe dich erwartet. Sehr gut. Mein Ruf eilt mir voraus. Aber nicht doch. Die Kristallkugel hat mir deine Ankunft verraten. Und sie weiß sogar, wie ich heiße. Tatsächlich hast du im Vorzelt deinen Namen gesummt. Aber egal. Du bist spät dran, Rufus. Ich wurde aufgehalten. Ja, das habe ich ebenfalls vorhergesehen. Was genau genommen keinen Sinn ergibt. Und noch was. Dass du mir die Bananen klauen wirst, werde ich dir sehr übel nehmen.
Warum wohnst du in einem Zelt? Meine Kunden erwarten ein mystisches Ambiente. Außerdem ist es praktisch. Im Falle einer Katastrophe kann ich all mein Hab und Gut innerhalb von Minuten zusammenpacken. Was für eine Katastrophe? Ups, das Gewirk der Zeit ist in ständiger Bewegung. Ein Schleier liegt über der Zukunft. Ungewissheit spielt nackt auf seinen Bongos. Es gibt kein Benzin für Satinavs Kettensäge. Hey, nun lenk mal nicht ab. Was für eine Katastrophe. Ach, verdammt.